Hi, ich bin Hebamme Jenny und in meinem Video heute geht es um Gestationsdiabetes. Vor ein paar Wochen habe ich euch ja nach Videowünschen gefragt. Die meisten von euch waren für das Thema Gestationsdiabetes. Das kann ich auch gut verstehen. Mittlerweile betrifft es ja ziemlich viele Schwangere. Man muss hier natürlich am Anfang erstmal unterscheiden, ist es halt wirklich ein Gestationsdiabetes, also ein Schwangerschaftsdiabetes, ein Diabetes, der in der Schwangerschaft auftritt, oder habt ihr vielleicht auch schon vor der Schwangerschaft einen Diabetes gehabt, einen Diabetes Typ 1 oder Typ 2. Es gibt für einen Diabetes natürlich immer Risikofaktoren, zum Beispiel gibt es Personen in der Familie, Vater, Mutter, Großeltern, die unter Diabetes leiden. Habt ihr vielleicht Übergewicht, eine ungesunde Lebensführung, spielt da natürlich auch eine Rolle. Das sind so Risikofaktoren, die ihr vielleicht in der Schwangerschaft mitbringen könnt. Solltet ihr ganz viele von diesen Risikofaktoren haben und vielleicht auch schon bei den ersten Vorsorgeuntersuchungen treten so ein paar Symptome wie zum Beispiel Zucker auch im Urintest auf, könnte man hier am Anfang der Schwangerschaft auch einfach schon mal den nüchternen Blutzucker bei euch messen, um einfach mal zu gucken, ist da vielleicht ein Diabetes, der mit der Schwangerschaft nichts zu tun hat, den ihr einfach vorher schon hattet, ihn aber einfach nicht bemerkt habt. Bei jeder Schwangerin erfolgt ein Screening auf Gestationsdiabetes, das ist in den Mutterschaftsrichtlinien so festgelegt. Und zwar erfolgt das zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche. Zu diesem Test müsst ihr nicht nüchtern gehen, ihr habt euren festen Termin. Dann bekommt ihr diese Lösung zum Trinken, das sind so 50 Gramm Glukose plus 200 Milliliter Wasser. Und das Ganze trinkt ihr dann und nach einer Stunde wird euer Blutzuckerwert kontrolliert. Sollte dieser kleine Glukosetest, also der mit den 50 Gramm, bei euch auffällig sein, müsst ihr nochmal zu einem großen Glukosetest. Hier bekommt ihr 75 Gramm Glukose plus 300 Milliliter Wasser. Hier ist es wichtig, dass ihr dort nüchtern hingeht, also ihr solltet 8 Stunden vorher nichts essen und auch nichts Süßes trinken. Wasser ist erlaubt und dann wird bei euch nochmal der große Blutzuckertest durchgeführt. Hier wird gestartet mit einem nüchternen Blutzucker. Sollte dieser nüchternen Blutzucker auch schon erhöht sein, dann kann man sich den Test sparen. Dann wird einfach nochmal nach dem nüchternen Blutzucker geschaut und dann kann man hier auch schon die Diagnose stellen, ohne erneut diese Glukoselösung trinken zu müssen. Euer nüchtern Blutzucker sollte unter 126 Milligramm pro Deziliter oder unter 7,0 Millimol pro Liter liegen. Dann bekommt ihr diese Lösung zum Trinken und euer Blutzucker wird nach einer Stunde und nach 2 Stunden erneut gemessen. Dann wird halt geschaut, ob Werte da sind, die auffällig sind. Sollte das so sein, dann wird bei euch wahrscheinlich die Diagnose Gestationsdiabetes gestellt. Der nächste Schritt ist dann eine professionelle Ernährungsberatung. Da wird mit euch dann einfach ein Ernährungsplan erstellt. Euch wird gesagt, was ihr essen solltet und was lieber nicht. Dass Zucker hier wegfällt, brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Was man immer so ein bisschen unterschätzt, sind so diese versteckten Zuckergeschichten, wie zum Beispiel in einem Joghurt ist unheimlich viel Zucker. In ganz vielen Fertiggerichten, also darauf solltet ihr dann wirklich verzichten, so viel wie möglich versuchen, einfach selbst dann zuzubereiten. Auch in vielen Obstsorten versteckt sich unheimlich viel Zucker, zum Beispiel in Melonen oder in Trauben. Auch mit den Kohlenhydraten müsst ihr dann etwas aufpassen und wahrscheinlich eure Ernährung so ein bisschen umstellen, dass ihr eher etwas mehr Proteine, Eiweiße zu euch nehmt. Bewegung und Sport ist immer gut in der Schwangerschaft. Das heißt, wenn ihr euch nach den Mahlzeiten noch mal etwas bewegt, wirkt sich das auf jeden Fall auch positiv auf euren Blutzuckerspiegel aus. Ansonsten, wenn ihr einen Gestationsdiabetes habt, bedeutet das für euch noch mal eine engmaschigere Kontrolle in der Schwangerschaft mit CTG, Ultraschalluntersuchungen und auch Doppleruntersuchungen. Beim Doppler wird einfach geguckt, wie ist die Versorgung zu eurem Baby, denn es kann bei einem Gestationsdiabetes, besonders wenn der Gestationsdiabetes nicht gut eingestellt ist, auch dazu kommen, dass die Babys vielleicht nicht ganz so gut versorgt werden durch den Mutterkuchen und die Babys auch zu klein werden. Deswegen wird das Ganze regelmäßig untersucht, um hier einfach auf Nummer sicher zu gehen.
Häufiger ist es aber der Fall, dass die Babys eher zu groß werden. Man spricht dann von einer fetalen Makrosomie oder dass man auch einfach zu viel Fruchtwasser hat bei einem Gestationsdiabetes. Für euch kann es einfach bedeuten, dass es nochmal einhergeht mit zum Beispiel gehäuften Harnwegsinfektionen oder dass ihr vielleicht auch einen erhöhten Blutdruck entwickeln könnt. So, was machen wir jetzt also mit dem Gestationsdiabetes? Also ihr schaut nochmal auf eure Ernährung, ne, versucht natürlich den Zuckerkonsum so weitestgehend einzuschränken und bewegt euch schön nach jeder Mahlzeit und dann ist schon ganz viel gewonnen. Ihr müsst natürlich eure Blutzuckerwerte regelmäßig messen. Das macht ihr dann in Absprache mit dem Facharzt und dann wird einfach geschaut. Bei den meisten Fällen lässt sich so ein Gestationsdiabetes allein durch die Ernährungseinstellung gut in den Griff bekommen. Nur etwa 20-30% aller Schwangeren müssen sich dann in der Schwangerschaft Insulin spritzen. Aber wie schon gesagt, ein Gestationsdiabetes kann halt auch Folgen haben für euer Baby. Deswegen ist es auch wichtig und gut, dass der Gestationsdiabetes eingestellt wird, damit es eben nicht dazu kommt, dass euer Baby zu groß wird oder eventuell unterversorgt ist. Im Hinblick auf die Geburt muss man natürlich auch schauen, wie sieht der Gestationsdiabetes aus. Also ist es jetzt wirklich nur ein Gestationsdiabetes, der mit der Ernährung richtig gut eingestellt wird, den man gut im Griff hat. Dann kann man natürlich an den Entbindungstermin rangehen, bei einer guten Überwachung vielleicht auch ein paar Tage drüber. Ist der Gestationsdiabetes schlecht eingestellt, außer Kontrolle, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Bei der Geburt seid ihr natürlich auch wieder in engmaschiger Kontrolle. Es werden Blutzuckerkontrollen bei euch durchgeführt. Und nach der Geburt eures Babys müsst ihr auf jeden Fall auch nochmal zu einer Kontrolle, um zu gucken, war es halt wirklich nur ein Gestationsdiabetes oder spielt es in eurem weiteren Leben auch eine Rolle. So etwa 50% aller Frauen, die einen Gestationsdiabetes haben, entwickeln in den nächsten 10 Jahren tatsächlich auch einen richtigen Diabetes. Und was bedeutet der Gestationsdiabetes jetzt für euer Baby? Also wie gesagt, zum einen kann es sein, dass euer Baby etwas größer geboren wird. Man spricht hier von fetaler Makrosomie. Oder wenn es schlecht versorgt ist, eventuell auch etwas zu klein ist. Bei einem gut eingestellten Gestationsdiabetes muss man jetzt nicht mit so vielen Problemen rechnen. Meistens wird bei den Kindern nach der Geburt einfach nochmal der Blutzucker kontrolliert, um zu gucken, dass die Babys da mit dem Blutzucker nicht zu sehr abfallen. Das kann nämlich passieren. Die Babys sind natürlich eine hohe Zufuhr gewöhnt aus dem Mutterleib, die dann danach flach fällt. Und manche Babys können das nicht so gut ausgleichen. Deswegen ist es hier auch nochmal umso wichtiger, die Babys gleich nach der Geburt anzulegen, zu stillen, sodass die da auch gleich schon die erste Nahrung bekommen. Sollte das nicht ausreichend sein oder die Blutzuckerwerte bei eurem Baby sogar sehr niedrig sein, kann es auch hier manchmal erforderlich sein, die Babys zuzufüttern oder auch eine Infusion zu geben. Was ansonsten auch noch wichtig ist zu wissen, ist, dass man bei einem Gestationsdiabetes, gerade auch bei einem insulinpflichtigen Gestationsdiabetes oder auch einem Diabetes natürlich, der vor der Schwangerschaft besteht, etwas später in die Milchproduktion kommt. Deswegen wird es hier empfohlen, auch schon vorher die Milchbildung anzuregen und vielleicht auch schon etwas Kolostrum für sein Kind aufzubewahren, so dass man das wirklich gleich nach der Geburt dem Baby zukommen lassen kann. Dann kann man hier natürlich aufs Zufüttern von Nahrung verzichten. Das war dann schon wieder mein Video zum Thema Gestationsdiabetes. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich über jeden Einzelnen sowie auch über jeden Abonnenten. Aktiviere die Glocke, damit du kein Video von mir verpasst. Und solltest du Lust haben, dich mit mir gemeinsam auf deine Geburt vorzubereiten, dann stelle ich dir den Link für meinen Online-Geburtsvorbereitungskurs auch nochmal in die Videobeschreibung. Dann lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!